Ein neuer Teil, ein neues Glück und neues Terrain. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen, aber feinen Let's Play hier mit diesem, ja, doch sehr sportlichen Herren. Und wir erkunden jetzt hier neues Gebiet. Haben da direkt, okay, da ging wohl ein Gleis weiter. Hier will Indy wieder nicht hoch. Das ist wieder besonders cool. Ah, hier will er hoch, okay. Hier will er hoch. Da hinten sehe ich, dass es da weitergeht. Da drüben liegt, glaube ich... Ne, ich dachte, das wäre ein Schatz. Aber dem ist nicht so. Was haben wir da drin? Boah, der Indy steigt einfach mal rein. So, und wie legt sich's hier? Hm. So, da ist auch nix. Ja, also wohl nur das hier. Schieben, Indy, schieben! Da steht sogar oben auf Deutsch drauf. Wie geil. Ja, nee, ist klar. Geht's nicht anders? Das ist ein Ölfass. Da sagt er auch nichts zu. Okay. Dann werde ich das Ganze hier mal ein bisschen vorsichtiger machen. 8 Granaten. Ja. Bumm. Und in Deckung. Okay. Ist es jetzt nur wieder ein Schatz oder geht es hier auch weiter? In der letzten Sekunde. Okay, hier scheint es wohl weiterzugehen. Was haben wir denn hier? Etwas Medizin. Gibt es ja keine Fackeln zum Anzünden. Oh Mann, oh. So, hier hoch, Indy. Hoch. Hier war einer so nett und hat eine Leiter für uns in die Wand gehauen. Ist da jetzt nicht wahr? Na toll. Indy, Ziel, bitte. Ziele. Wo ist das scheiß Vieh? Mann, ich... Hör doch, dass es sich bewegt. Na also. So, was haben wir... Da ist direkt die nächste. Die sitzt da in ihrem Nest, oder was? Okay, darüber. Hä? Ui! Oh. Ja, aber... Nee, jetzt ist sie weg. War nicht schlecht. Wo bin ich denn hier? Ach, guck mal. Hier bin ich also. Okay, wir gehen ja ganz nach vorne. Oh Gott, ist geschafft. So, Waffe ziehen. Kommt hier schon eine runter? Nicht wirklich. Ah! Blödes Mistvieh. Als wenn ich's nicht gerochen hätte. Das riecht geradezu nach einer Falle. Was denn? Oh oh. Oh oh. Ah, krieg ich direkt Ausschlag hier. Was soll denn hier eine Falle sein? Da ist ein Schatz. Ah, da ist ein Loch. Schlangen. Indy, du bist ja richtig helle. Aber warum riecht das nach einer Falle? Indy? Schatz nehmen. Sieh sich einer das an. Einer von König Salomons Juwelen. Ach nee. Oh oh. Oh. Das war also mit Falle gemeint. Ich wollte mich noch wegdrehen, aber dann war es leider schon zu spät. Gut, dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Was ist das?
Komm, in ihn jetzt weg. König Salomons weg, 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 weg. Wo soll ich denn hier hinlaufen, Mann? Mann. So, nochmal. Und jetzt lauft nach von König Salomons Juwelen. Lauf. So, hier bin ich aber sicher, oder? Oh, die Grafik wackelt nur ein bisschen. Toll, jetzt komme ich da gar nicht mehr zurück. Was mache ich denn jetzt mit meiner Lore? Toll. Schlangen. Ja? Das hast du klar erkannt. Komm, da ist noch eine direkt unter uns. Nur die zwei? Ja, nur die zwei. Okay, krabbeln. Moment, hier habe ich nichts übersehen, oder? Einmal im Kreis drehen. Ne, da habe ich nichts übersehen. Also, Vorwärtsmarsch. Wir haben also einen von König Salomons Kristallen, die wir dann auch da in dem Raum einsetzen müssen. Indy, du darfst wieder hochkommen. Sie kommt natürlich noch nicht runter. Ne. Indy, bitte! Was ist das da? Was soll das da sein? Eine Spinne, die noch am Überlegen ist? Okay. Wenn die sich jetzt gleich bewegt, ne? Und mich attackiert. Dann ist aber ihr Zapfenstreich. Decke? Ne, da hängt nichts. Hier hängt auch nichts. Die hinten bewegt sich auch nicht. Sehr gut. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Ja, so kann man arbeiten. Das heißt, wir springen und landen hier. Und wir springen und landen hier. Sehr gut. Ah, geschafft. So, hier, die haben wir ja schon gekillt, die Spinne. Das heißt, wir können hier schön entspannt, flockig und munter runter und können wieder zur Lore. Sehr schön. Geil, geil, geil. So. Nächster Raum, bitte. Hier hinten gibt es... Oh, schade, kein Geheimnis. Da unten drunter, kann man da drunter? Na egal. Lore, Lore, komm zum Papa. So, zack. So, nächster Raum erkunden. Es geht leider nur schleppend voran, Freunde. Aber ich möchte hier nichts übersehen. Und bisher bin ich damit eigentlich ganz gut gefahren. Und deswegen lasse ich das auch so. Ganz einfach mal so jetzt entschieden. So, das sieht mir auch danach aus, als wenn wir da hoch können. Und ich weiß, ich habe da schon einen Schatz übersehen, aber ich bin irgendwie nicht so wirklich in der Lage gewesen, da dran zu kommen. Das heißt, auch in diesem Level hier werde ich leider nicht alle Schätze finden. Was haben wir da? Und kein Geheimnis. Schade. Da drüben? Auch nicht. Nein. Gut, dann können wir den Raum getrost liegen lassen. Hier weiter, Kopf einziehen. Wo sind wir hier? Oh oh. Ah, Freunde, wie gesagt, sorry, 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 aber es lässt sich leider nicht vermeiden. Nein, nimm mal bitte eine andere Waffe. Jetzt sind wir hier wieder. Das ist ja jetzt mies. Das ist ja jetzt echt mies. Jetzt haben wir einen Stein. Das heißt, wieder zurück. Aber die Frage ist... nee, hier nicht. Die Frage ist, ob wir mit
dem schon hier irgendwas anfangen können. So, hier sind wir. Ich meine, da war ja nur eine Möglichkeit, was reinzulegen. Ist halt jetzt die Frage, ob das ist, das schon ist, was wir brauchen, oder ob wir noch mehr brauchen. Aber das, denke ich, werden wir jetzt rausfinden. Dumm, 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 dumm. So. Stellen wir uns mal dahin und versuchen, das Ding mal da reinzulegen. Da. Das hat nicht funktioniert. Oh. Als wenn ich es geschnüffelt hätte. Ja, genau. Super. Shitte. Wir kommen hier auch nirgendwo weiter. Egal, wo wir jetzt hier drauf... Warte mal, kann man die Kisten hier bewegen? Nein, können wir nicht. Wenn man hier wenigstens irgendwas hingebaut hätte, wo man gesehen hätte, pass mal auf, nein, Indy kann da nicht weiter. Nein. Einfach mal so entschieden. So, ich glaube, hier komme ich weiter, oder? Nein, natürlich nicht. Och Mann. Das ist doch zum Mäusemelken. Die Kiste kann ich wahrscheinlich auch nicht verschieben. Ah, die sieht viel zu schwer aus. Ja. Toll. Das heißt, ich bin jetzt genauso weit wie vorher. Hab jetzt den Edelstein, aber kann ihn nirgendwo einsetzen. Das ist doch mies. Und vor allem, was ich ja auch schon wieder so geil finde, wo ist Volodnikov? Ich meine, der muss ja hier irgendwo sein. Und wir haben hier schon alles abgefahren. So, hier müsst ihr jetzt genau aussteigen. So, schauen wir uns nochmal den Plan an. So. Ich bin jetzt irgendwo hier oben. So, dann geht's hier runter. Mit der 4. Ja, wenn ich die 5 umlege, dann haben wir ja gesehen, was passiert. Das heißt, die 5 muss so liegen bleiben. Dann kommen wir hier wieder aus und fahren dann da wieder auf den Trakt. Vielleicht habe ich da oben bei der 1 was übersehen. Dass ich da einfach nur so mir nichts, dir nichts durchgefahren bin und deswegen was übersehen habe. Probieren wir es mal aus. Wir haben eh nichts zu verlieren. So, dann wieder zurück zur Lore. Wobei, da bin ich am Anfang auch, wer weiß, wie oft lang gefahren. Da wird es jetzt nichts geben. Ah, ist das blöd, wenn man nicht weiß, wo... Da! Na also, endlich habe ich ihn getroffen. So, jetzt kann ich mir auch die Munition einsammeln. Hahaha. Ha, ha. So, wo hast du denn deine Munition? Jetzt sag nicht, die hast du auf der anderen Seite. Oh, scheiße. Mann. Egal. So, also ich glaube, man muss den Moment abfangen, wo der Blitzstrahl aus ist. Ich glaube, wenn man den Moment erwischt, dann kann man hier ohne Schaden durchkommen. Ist jetzt eine Vermutung von mir. So, da ist 1. Halt, habe ich hier schon geguckt? Was ist das? Kleine Bongos? Nein. Okay, dann... Hallo, können wir wieder einsteigen? Und ducken. Ja, das bringt alles nichts. Dann komme ich jetzt hier wieder zurück. Genau. Und fahre jetzt hier wieder lang. So, also das bringt nichts. Dann kann ich die 1 direkt wieder umlegen. So, die 2 geht gerade aus. Warte, warte. Zeig nochmal. Die 3 mal.
Und die 4. Hallo, die 4! Oh, Indy! So, dann probieren wir das mal. Denn ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich die 3 noch gar nicht umgelegt habe. Das heißt, wir müssen ja jetzt hier gleich was Neues entdecken. So, dahinter war die 2. Jetzt kommen wir hier gleich genau hier wieder hin. So, Moment, hier muss ja jetzt die Da liegt sie doch. Sehr schön, dann kann man das auch mal einsammeln. Beweg dich. So, und wieder in die Lore, Indy. Normalerweise müsste der bei der Geschwindigkeit müsste der aus der Kurve fliegen. 1. Jetzt gleich kommt die 4. Jawohl. Dann kommt die 2. Ah, da kommt. Nein! Ah, diese scheiß blöden. Da! Rohre! Wer hat die da hingebaut? Aha! Oho! Was machst du? Ja, ist klar! Nee, ist klar! Wow! Das wird nicht funktionieren. Es ist da draußen nicht sicher. Indy, steig doch bitte aus, bevor die Tür zugeht! So, was haben wir hier? Irgendeiner? Da liegt die Panzerfaust. Da liegt noch eine Panzerfaust. Lecco mio, ey. Okay, also mit dem Loch, da wird es dann auch weitergehen. Oder soll es dann eine Panzerfaust sein? Oder was soll das hier sein? Ja, es soll eine sein. Ja, sogar noch bessere Lebensversicherung. Oh ja. So, da liegt noch eine. So, jetzt bin ich hier wieder. Sehr schön. Eine sogar noch bessere Lebensversicherung. Ich weiß. Wie soll ich da hinkommen? Verdammt nochmal anzugenäht. Vor allen Dingen, wie komme ich da hin? Hm, hm, hm. Ah, Moment, da liegt noch was. So, dann steigen wir wieder in die Lore ein, bevor hier gleich die Tür zugeht und, ne? So, da steht sie sicher. So, dann gucken wir uns mal an, wo es da hingeht. Indy? Was ist das denn hier? Hallo? Hä? Klar, Gott oder was? Ich kann über Wasser gehen. Wahnsinn. Warte, jetzt bin ich hier wieder. Das war vorhin die Sackgasse, wo ich fast... Ja, genau. Wo ich fast verreckt bin. Ja, aber was soll mir das bringen? Ah, ist das blöd, wenn die ganze Textur hier so dunkel und gleichfarbig ist. Da komme ich doch nur wieder. Ja, danke. Hier wieder hin. Und hier war ich schon. Da geht's nicht weiter, da geht's gar nicht. Da kommen wir nicht hoch. Da oben muss ich hin. Hier drüben geht's nicht weiter. Da ist auch keine Leiter oder so in der Textur versteckt. Nö. Tja, Freunde, ich glaube, das soll es dann hier mal wieder gewesen sein. Hä? Wieso ist denn da jetzt ein Loch? Och, Kingas, nee. Das kann jetzt nicht sein. War das vorhin auch schon da, wo ich hier war? Nee. Das war noch nicht da. Dann hätte ich doch gesehen. Hallo. Hallo, Indy, bitte.
Meine Güte, Hä? Warte, jetzt bin ich hier? Ah, okay, jetzt komme ich von hier aus. Ah! Ich wollte schon sagen. Jetzt bin ich hier ganz oben. Das heißt, ich kann jetzt hier rüberspringen. Soll das... Ja! Und komm dann da oben weiter. Ja, sehr schön. Wir sind doch noch weitergekommen. Ah, da ist der zweite. Oh Gott, das sieht auch wieder so ein bisschen nach Falle aus. Hä? Was ist das? Noch ein Juwel. Hübsch. Hübsch. Aber es passiert nichts. Das ist gut. Das heißt, ich kann hier wieder zurück. Ja, ja, ja. Sehr schön. So, und wenn ich jetzt es richtig peile, müsste ich im Wasser landen. Wobei ich das gar nicht will. Weil wenn ich jetzt hier wieder zurück... Dann steht nämlich da noch meine Lore. Hier. So, dann... Hep. Und hep. Ja, sehr schön. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt bin ich nämlich wieder hier und ich glaube, auch hier sind wir fertig. Und jetzt fahren wir noch eine kleine Runde und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Ich werde mich dann gleich ein bisschen versuchen, an Donkey Kong zu schmeißen. Jetzt sind wir hier wieder. Hi, wir können es direkt mal ausprobieren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir mit dem Grünen da jetzt weiterkommen. Weil ich habe eher so das Gefühl, dass wir die oben irgendwo einsetzen müssen, diese ganzen Steine. Aber wir können es mal ausprobieren. Wenn ich eh gerade hier in der Nähe bin, dann kann man das auch mal probieren. Und ja, wie gesagt, mit Donkey Kong nagelt mich da nicht fest. Da oben seht ihr das, grün, rot und da oben blau wahrscheinlich. Werde noch ein bisschen meine Stimme schonen müssen, weil ihr hört es selber. Ah. Ja. Nein. Genau, ich vermute mal, dass wir die da oben, ich zeig's euch mal, dass wir die da oben einsetzen müssen. Wir haben jetzt den roten, wir haben den grünen und da ganz oben der blaue. Und dann passiert ja wahrscheinlich irgendwas und dann müssen wir für hier unten auch noch irgendwas haben. Oder vielleicht kommt da was raus, was wir dann nehmen können. Ich habe keine Ahnung. Da oben sieht auch aus, als wenn sich das irgendwie bewegt. Oder? Warte. Moment mal, da oben habe ich doch jetzt einen blauen Kristall gesehen. Aber ich habe doch den blauen Kristall gesehen, weil das ist ja eine Plattform, womit wir mit Hilfe des Artefakts nach oben schweben können. Da oben ist der Kristall. Aber, ah, der Arm müsste sich aus, oder? Ja, genau. Der müsste so nach vorne schwenken, der Arm. Aber die Frage ist, wie kriege ich das hin? Tja, das soll also erst nochmal ein Geheimnis bleiben, Freunde. Wie es hier weitergeht, was des Rätsels Lösung ist, erfahren wir im nächsten Teil hoffentlich. Und bis dahin sage ich NRW bei 18. Adieu.